Jo, für oben, die können das raus. Für oben haben wir die Mauern, die Türme habe ich gerade nicht. Also bauen wir wieder 5 Türme, die wir jetzt schon zigmal irgendwo in Kisten liegen haben. Das ist okay. Flammenwaffe wird reichen für 1, 2 Gebäude und das war ja eigentlich auch nur der Plan. Okay, da geht's raus, gut. Ja. Ich hoffe mal, der Tag hält noch eine Weile. Das Ganze im Dunkeln zu machen, ist nicht besonders schick. Wir hatten da eine kleine Anlage. Guck mal. Genau da. Oh, das stimmt, da waren sogar schon Türme drin. Ich könnte noch eine kleine Anlage ein bisschen weiter da vorne bauen. Damit ich nicht zu weit laufen muss. Und ich sollte einmal die Muni hier auffüllen. Was? Hatte ich schon. Na gut. Denn halt nicht. So. Das ist ein Hydralisken denn? Okay, hier nochmal ein 5er-Set. So. Ebenfalls nochmal Mauern. Hinten lasse ich mal auf dem Wald. Ich glaube, da kaum, dass sie rumkommen in der Zeit. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, ging doch super auf. Okay. Dann wechsel auf den Flammenwerfer. Lock einmal alle an. Dann Königin war nicht dabei. Okay, nächster Versuch. Königin will immer noch nicht, aber ist okay. Ah, da kommt sie. Komm mal mit. Warum gehst du mir hinterher? Genau. Hier liegt das Loch da und versuchst den Turm anzuknabbern. Das ist doch viel besser. So, du weg. Ein Erdfakt schon mal. Hier sind ganz schön viele. Wow, alles. Okay. So, einen habe ich weggekommen. Da ist ganz schön viel Luft geflogen. Ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil der unsichtbare Creep Cluster auf dem Boden weggegangen ist. Oh ja, 2 davon sind weg. Schon weg. Ich werde nicht das Anführergebäude angreifen. Das ist töricht. Zu viel Flamme für Muni brauchen. Schick ist gleich kaputt. Ja, ich weiß. Griff zu Hause. Lalala. Dir. Dadurch gehen die ganzen Türme mal drauf. Ja. So, oben links ist noch ein Den, den hätte ich auch noch ganz gerne. Danach ist, glaube ich, auch langsam. Oh Gott. Ist langsam auch Zeit, sich jetzt zurückzuziehen. Weil die jetzt schon durch die Rüstung durchtackern. Also durch das Schild. So. 9 Alien-Artefakte. Und 10, das wäre echt noch ganz schick. Das ist der Drop, keine Alien-Artefakte. Nee. Geh mal runter. Genau. Was ist zu Hause los? 3 Türme schießen, das sollte doch eigentlich machbar sein. Euch nehme ich mit. Ist ein bisschen voll, was die Muni angeht, aber das ist okay. Wände nehme ich nicht mit. Bauen wir das Ganze jetzt ein klein bisschen um und dann versuche ich, da die Schilde sich jetzt ja doch ganz gut aufladen, versuche ich nochmal da oben ein bisschen zu behaken. Da irgendwo. Müsste schon losgehen, oder? Mist. Ich bräuchte irgendeine Art von Generator, die ich einfach hinschmeißen kann. Ein Windgenerator oder so. Damit ich auch schnell Licht machen kann. Achso, und die Dinger wollte ich auch noch aufbauen. Später.
Erstmal Türme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Und alle. Die habe ich gerade die letzte Monete geklaut. So. Und er lädt jetzt natürlich keine Schilder auf, weil es dunkel ist. Das habe ich nicht bedacht. Das heißt, ich lasse dich kurz hier und ich gehe so lange Fische fangen, wie es dunkel ist. Klingt ein wenig komisch. Ah ja, und Mauern abreißen. Das ist noch einigermaßen sinnvoll. Mauern und Türme. Weil ich mich ja gerade darüber aufgeregt habe, dass ich eventuell nicht genug Mauern habe für die Osterweiterung. Da wäre es doof, wenn ich die jetzt alle abstehen lasse. Da ich eh nichts Besseres hier zu tun habe, ist okay. Das Schild lädt sich doch auf, obwohl wir kein Sonnenlicht bekommen. Wie funktioniert das denn? Okay, es wird langsam hell, das ist richtig. Ich werde davon ausgehen, dass aber erst... dass es erst wirklich Energie bringt, wenn es knallehell ist und nicht so ein ganz kleines bisschen Dämmerung hat. Aber will ich nicht meckern. Ich kann jetzt nämlich schon wieder lostingeln, richtig? Richtig, mit 4 Tanks. Das heißt, Ziel ist die Nursery da oben. Ziel ist erstmal nicht zu sterben. So. Dann die Nursery. Königin scheint hier nirgendwo in der Nähe zu sein. Und ich glaube, wenn ich das Ding da verbrenne, müssten alle Türme sterben. Gucken wir mal. Ne, aber 2 von denen. Keine Ahnung, warum der hier jetzt überlebt hat. Aber jetzt haben wir schon mal 10 hier in der Wacke. Sehr gut. Da kommt die Königin. Lauf, 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 lauf. Die ganzen Bäume hier sind praktisch, dann bleibt sie so ein bisschen hängen. Nicht mehr. Genau. Schön dahin. So, Schild ist voll, Batterie füllt sich langsam. Die sind über nur Türme. Warum sind die über nur Türme? Jo. Jo. Jo, ihr seid viele. Ich sehe es ein, ihr seid sehr viele. Ich gehe einfach ins Spawn. Okay. Komm, warum fressen ihre eigenen Dinge auf da hinten? Sehr komisch. Sind das feindliche Zerg-Gruppen, die sich gegenseitig angreifen? Das wäre sehr interessant. Spawner weg, Spawner weg. Dann haben wir das Ding hier oben ganz schön zurechtgestutzt. Also die Hive selber, also die Zentraldinger, Slayer. Die habe ich ja beide hier stehen lassen. Ich glaube, das Ding lasse ich auch wieder stehen, weil 95.000 kriege ich nicht geknackt mit den paar Tanks, die ich noch habe. Ne. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich hier regelmäßig hochkomme und das wieder aufräume. Weil da die Hauptgebäude schon so hochgestuft sind, denke ich mal, können sie auch recht schnell die hochstufigen anderen Gebäude bauen. Also die Dualisten-Den und dieses Lila-Spuckding. Auch wenn ich keine Ahnung habe, welches Ding jetzt das Lila-Spuckding macht. Aber ich nehme an, das macht das Hauptgebäude. Sobald das Hauptgebäude einmal hoch genug ist, kann es dann alle x Minuten so einen Artillerieschlag machen. Und das ist halt dieses fliegende lila Ding. Na wobei, warte. Ich sollte das hier gar nicht abreißen. Ich sollte das genau hier stehen lassen. Und als so kleinen Stützpunkt nutzen. Weil die Basen werden sich ja verbessern. Werden sie wieder bestücken mit neuen Gebäuden. Und dann werde ich wieder hierher kommen. Ich werde wieder Königin irgendwo hinlocken müssen. Und dann spare ich mir das ganze Aufgebau immer. Das klingt nicht schlecht. Das heißt, du bleibst jetzt so, wie du bist. Zing, zing. Die beiden Basen bleiben auch so. Und ich verkrümel mich jetzt kichernd mit 14 Alien-Artefakten Richtung meiner Basis. Und arbeite an der Osterweiterung. Schön. Was bräuchten wir dafür allgemein? Wir bräuchten allgemein... Genau, das da kann weg. Das Blueprint nutze ich dann für die Mauer. Auch wenn ich mir eigentlich relativ sicher war, dass ich das schon mal gemacht hatte. Oder ich hätte es vorgehabt.
also so einen Blueprint zu machen von der Stelle, wo Sniper-Türme drin sind. Wie zum Beispiel hier, hier sieht man das ganz gut. Also einfach ein Blueprint, so. Und dann machen wir bis hier. Tu das mal dahin. Und das Blueprint setzen wir dann hier unten lang. Und da oben lang. Wobei ich den ganzen Ressourcen vorrätig haben muss. Ja, gucken wir. Bist du schon... Du bist eine lila Kiste, aber hier ist gar keine Robo-Abdeckung, oder? Nö. Sehr sinnvoll. Gib mal alles her. Bau dich dahin. So, hier hast du das ganze komische Zeug. Die Steine brauche ich für Landfill. Gun-Turrets, Munition. Mauern kommen jetzt auch da rein. Ruhig alle. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, ich kann das Blueprint nicht setzen. Also zum einen ist hier keine Robo-Abdeckung, das heißt, ich muss wieder noch mehr und den da bauen. Aber selbst wenn ich Robo-Abdeckung hätte, kann ich das Blueprint hier nicht hinsetzen, weil die Mauer hier im Weg ist. Das heißt, ich muss das anders machen. Und zwar so. Dann habe ich hier schon mal einen Anhaltspunkt. Und ich muss vorher die ganzen Wälder hier wegroden. Irgendwie ein Déjà-vu. Mit Robotern die Wälder wegmachen. Ja, hier bitte alle Wälder weg. Hoffentlich gibt es auch Biomasse. Also wenn Roboter das abbauen und nicht der Spieler. Müssen wir da mal gucken. Also genau, und weiter. Also wenn das jetzt alles frei ist, dann mache ich einfach das da drauf. Geht jetzt nur nicht, weil er zu viele rote Mecker im Pott Einheiten hat. Und ich muss es halt so setzen, dass den genau... Also auf dem Blueprint die Metal Poles, dass die mit denen überlappen. Dann kann ich später das hier wegmachen und dann nochmal rüberlegen und dann passt das auch. Aber vorher ganz viele Mauern. Ganz, ganz viele Mauern und Türme müssen alle vorrätig sein in den Kisten. Hier ist noch eine Kiste, die... Mal so. Lass mal da rein. Ja, das muss alles nach drüben. Ein paar davon hätte ich auch ganz gerne. So. Das bitte alles wegsortieren. Das bitte alles wegsortieren. Munikisten schauen gut aus. Die Steine? Guck ich gleich. Erstmal da die Ruhepots. Fangen wir hier oben an. Setzen den hier hin. Jetzt kann ich nämlich wesentlich weitläufiger Bäume wegmachen. Zack, zack. Und jetzt nur hier. Bis da so. Dass wir hier die Blueprints setzen können. Roboter bauen? Fragezeichen? Ja, bauen wir Flying Frames. Was fehlt dann? Rote Engines. Ja. Ja. Okay. Also ich hole neue rote Engines. Ich guck mal, ob da alles soweit beim Rechten ist. Ich... Schau mal die Forschung dann auch. Okay. Welche Forschung? Ja. Hello, Trick kam nicht wirklich hinterher, ne? Was fehlt da jetzt schon wieder? Da fehlen die grünen Ärmchen. Bei den grünen Ärmchen fehlt Metall. Also Eisen. Und anscheinend wird nicht genug Sandmunition hergestellt. Das ist auch nicht gut. Hier sieht man jetzt wesentlich mehr Flakes als vorher. Aber trotzdem ist das alles noch zu wenig. Viel, viel zu wenig. Kupfer sieht sehr gut aus. Also da kommen wir mit den paar Grindern, die wir haben, sehr gut zurecht. Das Ding hier steht sogar komplett still. Könnte ich also auch mal mitnehmen. Muss ich mir keine Sorgen machen. Das heißt, ich habe jetzt einen Grinder da. Ich könnte noch mehr bauen. Wenn ich rote Engines hätte. Aber den einen kann ich schon mal hier setzen. Du setzt dich mal dahin. Kriegst du noch Strom. Wirst du abgeschossen? Zwei Türme schießen. Jo. Du raus, rein. Hilfst noch ein bisschen mit. Achso, und ein Split
Splitter hätte ich noch ganz gerne da. Brech den mal ab. Splitter bitte da. Dann sieht das ein bisschen verteilt. Wenn das gerade nicht sehr verteilt aussieht. Gut. Und das hier schneller machen?